Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Next Space Rebels. Ja, in der letzten Folge haben wir den Beweis gemacht, dass wir in den Weltraum kommen. Und in dieser Folge geht es hier um den Satellitenstart. Es ist Zeit für den Start des Satelliten. Jetzt schon? Aber sicher, du hast eine Rakete perfekt in die erdnahe Umlaufbahn gebracht. Was willst du denn noch versuchen? Also hier ist der PowerSat, Space Rebel Satellit. Ein paar wichtige Hinweise. Er ist riesig, also brauchst du ein bisschen Power, um ihn auf die richtige Höhe zu bringen. B, du brauchst einen separaten Entkoppler, das übernimmt der Satellit alles selbst. Ach, du brauchst keinen separaten, das übernimmt der Satellit alles selbst, okay. Ja, aber ich war noch nicht fertig. Das wäre noch. C, ich rede den Satelliten vom NSA-Hauptquartier aus. Sobald er sich in der erdnahen Umlaufbahn befindet, darüber musst du dir also keine Gedanken machen. Bin ich erleichtert. Ja, ein Problem weniger für dich. Du kannst dich jetzt einfach auf den Bau konzentrieren. Aber auch noch D, du solltest den Satelliten an der Spitze des Satelliten platzieren? Hä? Damit sollten wir das beste Ergebnis erzielen. Ich hoffe, es gibt nicht noch ein E. Nein, das war's. Du kannst natürlich ein bisschen experimentieren, aber nicht zu viel. Das muss klappen. Es steht viel auf dem Spiel, aber nur keinen Stress. Ja, ich bin die Ruhe selbst. So. Satellitenstart. Erreiche 166, genau. Satellit. Schau mal. Holy shit, ist das Ding groß. Wie viel wiegt das eigentlich? 150 Kilo. 7 Kilo. Ja, okay, die Rakete, die wir hier haben, ist ein bisschen auf der leichten Seite in dem Fall. Dann tun wir das mal entfernen. Das Problem ist ja, wir haben nicht wirklich viel Möglichkeiten andere, ne? Was wir machen können ist... So. Rutsche. Und da drin ist entweder nehmen das große glöckenförmige oder das hier. Problem ist halt, dass das nicht wirklich viel Power bringt. In dem Fall. Wir brauchen halt noch einen Treibstoffbehälter, der dann auf der Höhe wiederum Sinn ergibt. Und rein theoretisch auch noch einen Auslöser. Ich habe hier nicht mal einen Auslöser drin, das ist eine andere Sache. Aber wir können das versimplifizieren rein theoretisch. Können solche Lines so gehen? Ah, scheiße. Wir versuchen das Ganze jetzt mal ein bisschen zu verbessern. Nein, das war nicht der Plan. So. Sieht man das Grid schnell aus. Okay. Dann kommt der Verdoppler hier unten ran. Und hier kommt dann einfach das Ding dran.
Somit haben wir die untere Stage um einiges vereinfachen können. Okay, nee, das muss so bleiben. Schade. Okay. Dann haben wir das Triebwerk hier oben. Das mit einem Ein- und Ausschalter hier seitlich noch aktiviert wird. So. Bedeutet, wir starten hier unten. Und durch Auslösen von 1... werden die beiden dann aktiviert. Gut. Was haben wir zu verlieren, würde ich sagen, ne? Ich hoffe, das funktioniert. Schicken wir den Satelliten in den Weltraum. 3, 2, 1, Liftoff. Das Ding muss echt gut halten. Komm schon. Wir haben irgendwas verloren. Unser Sauerstoff sinkt dramatisch gerade. Wir haben einen Flügel verloren. Wir müssen auf 160 Kilometer hoch. Horizontale Geschwindigkeit liegt bei 4 Kilometern pro Sekunde. Ah. 5 Kilometern pro Sekunde. Let's give it a try. Ah, das Ding geht auch viel zu schwach. Wir sind nicht auf den... Oh, come on. Okay. Herausforderung, nee, dann müssen wir zurück zur Konstruktion. Okay. Das Triebwerk bringt nicht das, was wir rein theoretisch bräuchten. Das ist verdammt viel mehr Power in dem Fall. Okay, was andere Idee. Was ist, wenn wir das mit der zweiten Stage mal wieder komplett lassen? Scheiße. Sauerstoff. Bräuchten wir eine Flasche noch extra. Dann einen Injektor. Und noch einen Verbinder. Wir müssen es also kompakt wie möglich dann gestalten. So, okay. Warte, wir müssen erstmal das hier umdrehen.
So. Dann die Kombination hier reinballern. Alles gut läuft, sollten wir so das hinkriegen. Schauen wir mal, wenn wir jetzt rein theoretisch sagen würden, treibstoffmäßig. Wir haben jetzt die Dinger hier verbaut. Wasserstofftanks. Wie viele Punkte kosten die mich? Sehe ich das hier irgendwo? 40 gegen 31. Na, würde ich höchstens auf den ankommen, oder hat der halt viel mehr dran? Ja gut, dann probieren wir es so. One-Stage-Rakete. Nächster Start. Jetzt haben wir noch mehr Treibstoff drin. Auch Sauerstoff, massenweise natürlich. Und wir waren ja eigentlich relativ knapp dran. Bedeutet, rein theoretisch sollte das gut klappen. Das ist noch ein ganzer Tank dafür. Extra gedacht. 10 Kilometer. Atmosphäre ist schon sehr, sehr dünn. So könnte man tonnenweise an Raketen hochschicken. Das wäre natürlich mega geil. Aber lasst uns erstmal schauen, wie gut das funktioniert. Der Sauerstoff ist nicht schon aus. Bedeutet, ich habe jetzt die Vermutung, dass wir dann einen ziemlich starken Geschwindigkeitsverlust haben. Ah, 4. Es fehlt noch die Hälfte fast. Es fehlt fast noch die Hälfte. 5. Komm schon. 6. Komm schon. Komm schon. No! No! Come on. 0,35 Kilometer pro Sekunde fehlen. Oh, ist das frustrierend. Oh, ist das frustrierend. Okay, das kriegen wir auch noch hin. Ich müsste wahrscheinlich einfach den Sauerstoffgehalt erhöhen, den ich drin habe. Der braucht 30, der braucht 14. Ich hätte rein theoretisch noch die Industriepumpe. Die geht sich aber nada niente aus. Okay, schauen wir mal die Tanks an, die wir haben, treibstoffmäßig. Das Algenfass. Warum ist das... Und jetzt noch Treibstoff obendrauf. Wie viel Sauerstoff halten denn die? 105 Kilo, 28 Kilo. Weil mein Problem ist, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es daran liegt, dass wir sozusagen zu wenig Sauerstoff mit haben. Aber wenn das wäre, wäre es natürlich frustrierender noch als davor. Komm schon. Triebwerk ist versorgt. Wir reißen noch ein Stück der Rakete raus. Versuchen es wieder ein bisschen kompakter zu designen. Ist natürlich nicht einfach, aber ich kann mir gerade mal das leisten. Oh Gott. Schauen wir mal, ob mir Sauerstoff was vielleicht bringt.
Kilometer an Bord. Zoom ist doch eher schicker. Da sieht man eher was. Entweder wir kriegen das jetzt hin. Und wir können sozusagen direkt in den Bau sozusagen von... Ja, drei. Ah, nee, wir sind... Oh, wir sind erst... Oh, ungut. Aber halber... Halber Tank. Okay, und wir gehen großteils in die Richtung jetzt von der Geschwindigkeit. Ah, das ist unangenehm zuzuschauen, wie da unten der Benzintank einfach wegfliegt. Wenn wir noch so viel Abstand haben zu dem Ziel, was wir brauchen. Oh, bitte komm schon. Bitte steig einfach weiter. Steig weiter. Es ist nicht mehr so weit. Es ist nicht mehr so weit. Komm schon. Oh Gott, ich hoffe mir wie das andere. Oh, nicht gut. No. Okay. Ja, das war wieder ein Fehlversuch. Ich würde sagen, Leute, wir müssen da schauen, dass wir wieder ein Triebwerk kriegen. Und jetzt erstmal auf andere Missionen kriegen, weil ich glaube, selbst wird das abgerutscht hier. Bauen sie Rutsche ein, hinterher kriegen wir 6 Komplexitätspunkte dazu. Und die sind halt doch irgendwie wertvoll. Also Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir das. Wenn es gefallen, wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.